Durch das geschichtsträchtige Gradnertal vorbei an historischen Gebäuden erreichen wir das idyllische Bergdorf Graden. Die Pfarrkirche mit dem barocken Sebastiani-Altar bringt den ersten Eindruck des schönen Ortes zur Geltung. In Graden begann auch die musikalische Laufbahn der Kernburm. Hier finden wir die Familie Leitner, einen steirischen Dorfwirt, den Platzwirt, im wahrsten Sinne des Wortes am Dorfplatz neben der Kirche. Grüß euch beim Platzwirt in Graden. Drei Generationen spannen für sie den kulinarischen Bogen zwischen gut bürgerlich, bodenständig und traditionsbewusst bis hin zu Neuem, ohne dabei die Wurzeln zu vergessen. Ein Saal für festliche Anlässe wie Betriebsfeiern, Hochzeiten, Familienfeiern und vieles mehr. Immer dem Anlass entsprechend feierlich gedeckt. Natürlich freut sich der Platzwirt auch, wenn Sie bei Ihrem Ausflug einen Busstopp bei ihm einplanen. In der Küche regieren Mutter und Tochter mit Schmankerl von der Großmutter und verrückten Geschmacksreisen, aber auch mit gutbürgerlichen Gerichten wie die Gradner Forelle, das steirische Backhändl oder Degustationsmenüs mit steirischen Weinen. Es ist sicher etwas für Ihren Gaumen dabei, das Sie zu weiteren Besuchen beim steirischen Dorfwirt veranlasst. Auch die vierte Generation ist bereits in der Küche, um der Mama behilflich zu sein und das Selbstgebackene anschließend zu verkosten. Auch für die kleinen Gäste ist bestens gesorgt, damit keine Langeweile aufkommt. Wie bei jedem steirischen Dorfwirt steht die Gemütlichkeit an erster Stelle, so auch beim Platzwirt in Graden. Die Gaststube wird zum Kommunikationszentrum im Dorf. Wenn der Wirt zur Steirischen greift und seine Freunde einstimmen, sind dem gelungenen Wirtshausbesuch keine Grenzen gesetzt. Machen Sie einen Abstecher ins Gradnertal, um beim Platzwirt in Graden Einkehr zu halten. Genießen Sie die Ruhe unseres Bergdorfs. Nutzen Sie Ihren Aufenthalt für einen Spaziergang oder eine ausgedehnte Wanderung entlang des Kernburm-Panorama-Wanderwegs. Verweilen Sie auf unserer Sonnenterrasse bei hausgemachter Mehlspeise und nutzen Sie die Nähe zu vielen weststeirischen Sehenswürdigkeiten. Drei
Herzlich willkommen ist jeder Gast beim Erntedankfest in Graden. Im ganzen Dorf findet man wunderschöne Dekorationen, die dieses Fest besonders hervorheben. Mit dem Einmarsch der Musikkapelle und der Vorfahrt der Erntedankkrone beginnt der eigentliche Festakt. Wir befinden uns heute im Dorf Graden und in diesem Dorf Graden, wo ca. 450 Menschen wohnen, ist das Brauchtum besonders groß geschrieben. Die Menschen orientieren sich sehr an der Natur. Die Natur gibt ihrem Leben gewissen Rhythmus, gewissen Halt und eine Struktur vor. Und eines der ganz besonders beeindruckenden Feste hier in Graden ist das Erntedankfest, wo die Bauern des Ortes zusammenkommen, die Erntedankkrone binden und gestalten und wo sie für die Ernte eines abgelaufenen Jahres danken. Sie schlagen damit auch so eine Brücke zu den Menschen in dieser Region, die in Not geraten sind. Wir sammeln an diesem Sonntag auch ganz speziell für Menschen in unserer Diözese und in unserem Land Steiermark, denen vielleicht in diesem Jahr ein Schicksalsschlag oder eine Naturkatastrophe widerfahren ist. Danken ist etwas, was uns allen gut tut, weil es uns sagt und zeigt, dass nichts in dieser Welt selbstverständlich ist. Ob es die Gaben sind, die die Natur hervorbringt, oder ob es einfach das gute Wort ist, das uns gesagt wird, oder eine nette Geste, oder dass jemand uns unter die Arme greift, oder das Geschenk des Glaubens, das uns die Eltern, die Großeltern mit auf den Weg geben, oder das Bemühen um einen guten Zusammenhalt, um Frieden in einer Dorfgemeinschaft, oder auch die Haltung der Liebe, die wir alle in unserem Alltag benötigen. Nach der Segnung der Erntedankkrone durch Pfarrer Johannes Bayer geht man zum gemütlichen Teil über. Das ganze Dorf feiert mit seinen Gästen bis in die Abendstunden, um so ein kirchliches Fest mit Musik und Kulinarik ausklingen zu lassen.